Herzlich willkommen. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie in unserem Familienunternehmen Royal Teppichpflege und Atelier Ihre wertvollen Teppiche behandelt werden. Nach der kostenlosen Abholung Ihres Teppichs wird er vermessen. Weiter überprüfen wir Ihren Teppich auf mögliche Schäden wie Mottenfraßstellen, beschädigte Kanten oder fehlende Fransen. Bevor wir Ihren Teppich waschen, wird er zunächst in unserer modernen Klopf-Vibriermaschine von Staubpartikeln, Sand, Schmutzresten sowie Milben befreit. Die Klopf- und Vibrierfunktion entfernt so sämtliche losen Partikel. Der Waschvorgang Ihres Teppichs beginnt mit dem Einweichen und Spülen durch klares Wasser. Danach wird er mit Naturseife aus Persien, die traditionell gefertigt wird, eingeseift und mit weichen Bürsten mehrfach behandelt, um tiefsitzende Schmutzpartikel aus den Fasern zu lösen. Wir waschen Ihre Teppiche umweltbewusst und ohne Chemie. Auf besonderen Wunsch können wir Ihnen auch eine rein pflanzliche Biowäsche mit indischen Himalaya-Waschnüssen anbieten. Dabei wird ein seifenhaltiges Extrakt aus Waschnüssen mit Wasser gemischt und zur Reinigung Ihres Teppichs verwendet. Auf das Waschen folgt das Rückfetten der Wolle und die Imprägnierung. Hierfür verwenden wir eine traditionell gefertigte lanolinhaltige Naturseife. Nach der Imprägnierung wird Ihr Teppich dann mehrfach mit klarem Wasser sorgfältig gespült, um überschüssige Seifenreste zu entfernen. Nach der Wäsche wird der Teppich aufgerollt und in eine Längsschleuder gelegt, um ihm vor dem Trocknen möglichst viel Wasser zu entziehen. Dieser für Ihren Teppich optimale Entwässerungs- und Schleuderprozess stellt die Fasern aufrecht und so fühlt sich der Teppich wieder flauschig an. Anschließend wird Ihr Teppich in Flurrichtung gebürstet und die Fransen gekämmt. Danach hängen wir Ihren Teppich auf, um ihn bei kontinuierlicher Frischluftzufuhr zu trocknen. In unserem hauseigenen Atelier führen wir alle Arten von Teppichreparaturen aus. Dabei verwenden wir Materialien, die wir durch unsere Reisen in die Herkunftsländer wie zum Beispiel Persien, Türkei und andere Regionen mitbringen. Ob bei kleineren Reparaturen wie dem Aufnähen von Lederbändern, dem Abnehmen und Befestigen von Fransen oder aufwendige Restauration von Löchern, Brand- und Mottenfraßstellen, fließt die jahrzehntelange Erfahrung, die Liebe zum Detail, das fachmännische Können und der Wille einer originalgetreuen Reparatur und Restauration unserer Knüpfmeister ein. Im Lauf der Zeit können die Längskanten Ihres Teppichs beschädigt werden. Wir ketteln die Kanten von Hand neu und bringen so Ihren Teppich in sein originales Erscheinungsbild zurück. Je nach Ursprung des Teppichs kann man die Kanten einfarbig oder mehrfarbig ketteln. Die beschädigten Fransen mindern nicht nur den Wert Ihres Teppichs, sondern beeinflussen auch negativ dessen Erscheinungsbild. Durch das Erneuern der Fransen kann so das Originalerscheinungsbild wiederhergestellt werden. Die Länge der Fransen können Sie frei bestimmen. Je nach Art des Teppichs werden Fransen aus Baumwolle, Wolle oder Seide angesetzt. Bei den feinen oder Seidenteppichen werden dünne Fransen verwendet. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie der Teppich vor und nach der Reparatur aussieht. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihren wertvollen Teppich anvertrauen. Rufen Sie uns einfach an unter der kostenfreien Rufnummer 0800 20 20 4x9. Wir stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.